Hallo zusammen, hier ist wieder Deutsche da und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Und dazu sind wir hier in Ironforge bzw. Hordler, müsst ihr einmal nach Ugrimmar, denn wir wollen uns heute die neuen Toys vom Winterhochfest holen. Und heute quasi am 25. können wir die Geschenke aufmachen und da soll es ein paar neue Spielzeuge geben. Und wenn wir jetzt hier reingucken, habe ich mir jetzt mal die eingeblendet, die ich noch brauche. Und das sind anscheinend sogar drei Toys, die man vorher nicht gesehen hat und die Blizzard quasi geheim gehalten hat tatsächlich. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einmal die Geschenke auf und schauen mal, ob wir alle drei Toys rausziehen können. Oh, ihr seht schon, ich bekomme hier schön Achievements bzw. Heldentaten. Das noch und das noch und das noch. Übrigens, falls wir jetzt nicht alle rauskriegen, ihr könnt es mit jedem Char machen. Ich glaube, der muss Stufe 10, 20 sein, dann könnt ihr hier die Geschenke aufmachen. Heißt, wenn ihr ein paar hochleveligere Chars habt, dann habt ihr auf jeden Fall hier die Chance, die Geschenke rauszuziehen. Und ich würde sagen, wir gucken mal rein, was ich jetzt hier rausziehe. Als allererstes, oh, das erste Toy habe ich schon, wilder Tannenzweig, den werden wir uns gleich mal angucken. Dann das zweite, oh, da ist das nächste Toy, ein Krach-Bumm-Schlachtschiff. Das ist die Allianz-Version. Ich hoffe, dass ich die Horden-Version auch bekomme. Da war ein Lebkuchen drin, da haben wir den Affen drin, den es schon jedes Jahr gibt. Einen Zauberstab zum Verwandeln und als letztes haben wir ein Pet. Das kann sich eventuell lohnen. Man kriegt mit sehr vielen Chars immer so ein unterschiedliches Pet quasi raus. Mit dem anderen habe ich, glaube ich, so einen Weihnachtshelfer bekommen oder Winterreittier oder was da alles dabei war. Und dementsprechend, ja, vielleicht kann man die ein oder anderen verkaufen, aber dann halt wahrscheinlich eher so Richtung Sommer, weil im Moment kriegt die halt jeder. So, wir gucken uns jetzt erstmal die Toys an. Und zwar hier den wilden Tannenzweig, den lernen wir einmal. Und dann das Krach-Bumm-Schlachtschiff. Und dann schauen wir mal. Ah, ich habe das Horden-Pandor dazu auch bekommen. Jetzt schauen wir uns mal alle an. Ja, ihr seht, ich krieg sowohl das Horden Toy als auch das Allianz-Toy und bin jetzt bei 596 Toy und wir gucken uns jetzt mal den Tannenzweig als erstes an. Und zwar, wenn man das einsetzen soll, mal ein Mount. Ah, okay, das nicht, aber wahrscheinlich alles andere an Mount zu so einem Weihnachtsviech werden. Okay, irgendwie funktioniert das nicht so. Ah, okay, man muss kurz warten, dass sich's verwandelt. Ihr seht, mein Spektraltiger wird jetzt zwar quasi zu Rudolf mit der roten Nase. Oh, und es kann auch fliegen sogar. Ah, nice. Weil eigentlich kann ja mein Spektraltiger nicht fliegen, aber es schaltet anscheinend automatisch, wenn man aufmountet, dann um mit dem Buff und man hat dann quasi so ein Flugrentier. Ja gut, ich sag mal so, das sieht halt ähnlich aus wie meine Reisegestalt, also die am Boden. Aber ist eine nette Geschichte. Oh, hier, da hätte ich nicht reinfliegen dürfen. Dann kommt man ja quasi immer in so eine Flugverbotszone und kann da normal so rumschwimmen quasi. Okay, das war das erste Toy. Und das andere, was wir uns angucken wollen, ist hier das Krach-Bumm. Ah, ihr seht schon, hier haben wir jetzt das Krach-Bumm-Schlachtschiff. Und da ist auch eins von der Horde. Ah, warte mal, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier überhaupt benutzen kann oder ob ich Wasser brauche. Aber nee, da ist mein Schiff, aber ich kann das nicht steuern, oder? Ach doch, ja, hier unten ist das Schiff. Es ist ziemlich langsam. Ah, was kann das Schiff? Oh, es kann schießen. Okay. Und wir können auch rammen. Ich will das andere kaputt rammen. Ah. Also wir haben hier quasi einen Schuss, der 51 Feuerschaden verursacht. Hier eine Wasserbombe können wir werfen. Ah. Dann können wir noch rammen, oder? Volle Kraft voraus. Nee, das ist 20% mehr Speed. Ah, das war aber knapp. Ich kann den auch nicht anklicken, den anderen, ne? Also ich sehe jetzt nicht. Aber mit diesen Krach-Bumm-Viechern kann man ja immer gegen andere so Krach-Bumm-Roboter kämpfen. Oh, ich glaube, ich habe ihn kaputt gemacht, oder? Sieht gut aus. Ersten Kampf gewonnen. Ich glaube, da gibt es irgendwo ein Achievement, dass du 25 Kämpfe gewinnen musst. Wenn ihr das noch braucht, dann solltet ihr das vielleicht hier machen, weil da sehr viele Leute ihre Toys rausziehen und dementsprechend dann gleich das durchprobieren. Gut, das war's jetzt soweit mit dem kleinen Video. Drei Toys waren's. Denkt dran, holt die raus. Ihr habt jetzt noch Zeit, bis das Winterhauchfest endet. Das sind jetzt noch ein paar Tage. Und ja, ich würde sagen, holt eure Toys, sonst müsst ihr dementsprechend eine Woche, ein Jahr warten, um die wieder kriegen zu können aus verschiedenen Quests. Wahrscheinlich wird es dann wieder hier bei dem Goblin in der Quest drin sein und dann wird es ein bisschen nervig. Deswegen immer dran denken, zumindest mit einem Char die Geschenke aufmachen und sich die Toys holen. Ja, das war's soweit mit dem kleinen Video. Dann wünsche ich euch noch frohe Festtage, ein gutes weiteres Weihnachtsfest und ja, einen guten Rutsch, falls wir uns nicht mehr sehen hören. Bis die Tage, euer Tela. Ciao.